Wir schauen uns heute gemeinsam das Video von Papa Platte an, wo er Sport macht, Leute. Das ist sicherlich nicht das Ansehnlichste. Allerdings würde ich gerne wissen, wie es aussieht, wenn Papa Platte Homeworkout macht. Papa Platte ist ja jemand, der wirklich extrem starke Muskeln hat. Da würde ich sagen, Leute, schallern wir uns doch direkt mal hier eine wunderbare Aufgabe rein. Nicht geil werden bei einem Papa Platte Sportstream. Das wird absolut leicht möglich sein wahrscheinlich. Ich laber gar nicht drum rum, Leute. Wir schauen jetzt mal ganz kurz hier rein. Auf Folgendes, okay? Ich saß letztens da und dachte mir so, Alter, du müsstest eigentlich mehr Sport machen. Ja, ihr seht hier, ich schaue gerade aus deinem Doppelkinn. Sport wäre angebracht, Kevin. Und hab's mir dann versucht vorzunehmen, gefühlt die letzten 3 Monate oder so. Folgendes ist Salty Prayer, danke für deinen Sub. Ich hab's was natürlich geht? Nicht getan. Natürlich, ganz Kevin. Ganz wilde Nummer. Mhm. Auf jeden Fall kam ich jetzt auf die Banger-Idee, okay? Passt auf, this is insane. Ich mach einfach Sport mit meinem Livestream. Hat 2 Vorteile. Wir haben einen easy YouTube-Upload. Wir haben easy... Die coole, Twitch danke schon für deinen Sub. Aha. Das sind 3 Vorteile, du fucking Idiot. Gut, also Kevin streamt das also jetzt, okay, gut. Und ich wollte eigentlich was von Pamela Reif machen, weil... Oh, Pamela Reif? ...die Tutorials zeigen... Bro, der hat ja eine... Danach einfach, weiß ich nicht, Iron Man sein Vater. Alter. Wahrscheinlich, Kevin, bist du noch einmal Workout Iron Man sein Vater? Ja, bis gleich in der Kommentare. Bro, was hat Joshua Huber bitte für eine geisteskranke Form, Alter? Das ist wirklich, das muss ich ehrlich sagen, ist eine Ästhetik, also auf no sexual homo Basis. Das ist eine extrem ästhetische Form vom Körper. Wisst ihr, was ich meine? Das ist wirklich, also kann man sagen, hier wie der Latt hier. Der Latt ist ein bisschen zu krass. Ach, was lade war ich hier, Digga? Ich bin selber kompletter Lauch. Aber das ist doch mal ein Goal. Das ist doch mal ein Goal einfach. Und abends gewischt und jetzt ist es... Bro, dieser Arme, Alter, insane. Oh, Pschorra, ich bin schon direkt motiviert, Bro. Kevin, Digga, da wird... Ein heftiges 30 Minuten Ganzkörper-Workout. Auch ein geisteskrankes Sixpack. Er hat so diese Captain America-Form. Wisst ihr, was ich meine? Ein heftiges 30 Minuten Workout. Das ist meine neue Stimme. Workout einfach jeden zweiten Tag und so seid ihr am schnellsten Weg zu eurem Traumkörper. Wir trainieren bei diesem... Ey, ich sag ganz ehrlich, Sascha, wenn es um den Traumkörper geht, Bro, dann bin ich eigentlich schon... Bro, Kevin, Digga, das ist eine Wölbung, die ist gar nicht gut, Alter. Also das ist wirklich eine wirklich sehr angenehme, unangenehme Nummer. Ich bin fertig jetzt. Danke, Bro. Aber da brauche ich dann echt wieder ein Tutorial nicht, dude. Workout jeden einzelnen Bro, Alter. Kurzer Formcheck, Freunde, bevor es losgeht. Ja, also Kevin ist jetzt schon ein bisschen ersichtlich, aber definiert ist es nicht. Ja gut, es ist einfach wirklich einfach nur ein fetter Arm, ne? Es ist einfach nur fett, oder? Digga, peinliche Nummer, Kevin. Und Regel Nummer 1, höchste Priorität hat die Technik und die Form. Also versucht auf jeden Fall mit mir mitzuhalten, okay. Aber achtet auf jeden Fall vorerst auf eure Form. So könnt ihr spezifisch genau die Muskulatur trainieren, die ihr auch trainieren wollt. Where'd you find this? Aha, okay. Am Ende vom Video mache ich natürlich einen kurzen Formcheck, das ist ganz klar, Leute. Bei mir ist da jetzt nicht so viel. Und außerdem verletzt ihr euch nicht, also ihr kommt somit eben zum schnellsten Muskelaufbau. BRK, let's Feli, dankeschön für den Sub, was geht, dankeschön. Vielen, vielen Dank, willkommen. Kraftübungen mit eingebaut. Junge, Kevin, Alter, mach einfach deine Scheißübung, Digga, wie er sich wieder da verdrückt. Ich kannte den Typen vorher nicht, aber mein Chat hat ihn empfohlen. Ich bin absolut sehr sympathischer Typ. Ich habe richtig Bock, ja, das zu machen. Perfekt aufbauen können. Und wenn ihr nicht mehr mithalten könnt, ist das absolut kein Problem. Macht einfach so viele Wiederholungen, wie ihr schafft und macht. Ist das dein eigenes Gym, ja, ne? Direkt wir mit, sobald ihr könnt. Ja. Finja, also danke schön für deinen Sub, was geht? Willkommen. Muss, oder? Meint ihr, ich muss da jetzt abbrechen? Nee. Alle, ganze Chat, doch, safe. Wir ziehen das durch. Nein. Gut, Freunde, dann bauen wir mal die Kamera um und dann geht's auch schon los. Perfekt. Bisschen schmal, oder? Digga, Kevin hat sau die seltsamen Füße. Guck mal. Naja, keine Ahnung. Ist das eine. Das ist eine Matte so vom Zelten, Alter. Das ist doch, oder? Bin ich dumm. Ja, der hat irgendwie so 17 Euro gekostet. Boah, ich hab so richtige Hurensohn-Ohren. Arsch, Mobs. Der Boy ist impotent, doch er will Kinder haben. Deshalb entführt er die. Kevin, was ist das? Kinder aus dem Kindergarten. Kevin. Freunde, wir gehen rein. Und es geht los. Mit Hamburg, meine Freunde. Eine Aufwärmübung. Jetzt. Ach du Scheiße. Schaut mal hier, wie athletisch das da aussieht jetzt hier. Da habe ich ja die Kamera direkt. Ich guck nur auf Kevin Schwanz. Ich bin eingestellt, Junge. Arschgeile Nummer, Bro. Digga, Kevin, Alter, Junge, nimm dir das Leben. Das ist das Dümmste, was ich je gemacht habe. Alter. Ey, Leute, Ich bin gewillt, habe ich Jogginghose und sowas hier? Ich fress gleich eigentlich noch was. Meint ihr, ich kriege dieses Workout hin? Meint ihr das? Ja, oder? 30 Minuten? Was sagt ihr? Sagt ihr, ich krieg das
besser hin als Kevin? Ja, oder? Warum so viele Neins? Was soll die Scheiße, Alter? Hä, ich hab ultra die gute Form. Darf ich oben ohne auf Twitch trainieren? Nee, ne, darf man nicht. Ist nicht erlaubt, oder? Darf man das? Nein, 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 ja, ja, nein. Ihr habt doch alle keine Ahnung. Lasst mich in Ruhe, wir schauen jetzt hier weiter. Vielleicht, wenn ich gleich gegessen habe und das Essen soweit ein bisschen verdaut habe, dann ziehen wir das auch mal vielleicht durch. Fände ich mal interessant. Ich habe zwar keine Matte und kein Handtuch und sowas hier. Ich habe nicht mal ein Mikrofon dafür. Ne? Ich muss mir mal überlegen, wie ich das mache. Wir schauen gleich mal. Ja, okay. Digga, Kevin. Mach irgendwer zu Hause mit. Das ist wie beim Kochen. Das sind alle nur am Lachen, Digga. Das ist wie wenn ich koche. Digga, mach doch nicht so schnell. Bro. Okay, was jetzt? Digga, der hat so eine geisteskranke Form. Guck mal, das ist so, Bruder. Joshua Huber ist der stärkste Mann der Welt. Also, wir gehen. Ach so, Digga. Langsam wieder nach oben. Das ist so Pike-Push-Up-mäßig. Das geht voll in die Schultern hier, Alter. Guck mal da, guck. Schaut euch diesen Ass an, Digga. Schaut euch diesen juicy fucking Ass an, Digga. Da ist auf jeden Fall eine Menge Kraft drin, Alter. Da muss man auf jeden Fall mal... Ach, ich halt's Maul. Digga, Kevin, das sieht wirklich aus wie eine Übung, die Cindy irgendwann später auch freuen wird. So, wann ist es vorbei? Reicht dann langsam. Achso, schon nächste? Oh, Digga, das ist eklig. Das ist eine eklige Übung. Und natürlich so. Digga, Kevin, Alter, was ist denn das? Das ist ja wirklich... Boah! Buh! Bro. Ich hätte über Angst, sowas live zu machen, also onstream, sag ich mal. Weil man sieht ja immer, wie der Dick so mitschlackert. Wisst ihr, was ich meine? Also, wisst ihr, so, dass ich halt einfach Angst hätte, dass mein Dick die ganze Zeit die Hose peitscht bei so einer Jogginghose. Versteht ihr, was ich meine? Dass man halt so, dass man das halt sieht, aber Kevin scheint das einfach egal zu sein, weil ich glaube, entweder hat Kevin keinen Dick oder Kevin findet das einfach saugeil. Bro. Boah, Sascha lässt ihm auch keine Pause, ne? Oh nee, Digga, komm. Fuck doch jetzt nicht ab, Alter. World of Dave, danke schön für deinen Resub, Bro. Machen wir euch beide Stillgeräusche an, Jungs. Also die Ausführung bei Kevin, da fehlt halt ein bisschen die Spannung, sag ich mal. Aber ansonsten ist es echt, also das ist wirklich, also das ist, also er macht's. Sascha, kurze Pause, Bro. Nein, ich muss da jetzt abbrechen. Oh. Bruder. Das sieht alles so. Kevin ist wie so ein... Ach, keine Ahnung, Alter. Wie so ein Hefeklumpen irgendwie, aber in süß. Wisst ihr, was ich meine? So mit Rosinen drin und Schokolade, keine Ahnung. Das ist alles so, man wirft ihn so auf den Tisch und der federt so ein bisschen hoch, aber nicht mehr. Boah, keine Ahnung, ne? Also... Kevin auf jeden Fall autistischer Akrobat. Aber es ist auch unfair halt, gegen Sascha Huber sieht halt jeder krass aus, ne? Ach, krass, scheiße aus, Mann. Digga, also wirklich, gegen Sascha Huber, was willst du da auch machen, Alter? Das ist auch so unfair, ich krieg jetzt gleich einen Burger mit Pommes, den ich mir reinfresse, wenn ich mir anschaue, wie andere Leute schwitzen. Sau geil, Alter, geiler Stream. Erwischt dir noch mehr. Boah. Aber Kevin, man muss ihm sagen, er zieht gut, Digga, er zieht gut durch. Wieder. Yes. Oh nee, Digga, komm. Letzten Satz. Wieder. Hier. Jumping Squats. Kevin, halt dein Maul. Der Song, der motiviert mich. Ja, Kevin, du sagst es. Ja, Mann. Bruder. Holy shit. Aber er ist schon breit geworden, seht ihr das? Also Kevin ist actually wirklich ein Tier. Also das ist schon insane. Haben wir uns eine Minute Pause? Oh mein Gott, danke, Bro. Erholt euch gut, trinkt was. Und dann geht's direkt weiter. Vielleicht solltest du mal bei der Gymnastikgruppe von meiner Oma mitmachen. Digga, also Kevin, wirklich, das war eine... Also, muss ich ehrlich sagen, es war jetzt nur das Aufwärmen, ne? Weil das
das für dich zu anstrengend wäre. Shut the fuck up. Jetzt geht's weiter. Schön auch Sprudelwasser reinzimmern, Digga, damit du richtig schön Blähungen bekommst. Kevin, du bist wirklich Sportprofi. Also, oh ja, kenn ich, warte. Okay. Ja, Digga, oh mein Gott, die mache ich auch. Die sind so eklig. Side to Side heißen die nicht, die heißen bei mir. Bei mir im Trainingsplan, wartet. Ich erzähle dir was von Trainingsplan. Bin der größte Larry in dieser ganzen Nation. Aber die heißen bei mir heißen die Archer-Push-Ups, weil man ist so bogenmäßig, wisst ihr, wie so ein Bogenschütze. Digga, ich mach Sport, ey! Ich mach Klimmzüge, alles, Digga. Okay, wartet. Ja, Digga, ich kann halt kein oben ohne Bild von mir zeigen oder so. Kann ich halt nicht, ne? Aber ich schwör's euch, unter diesen Klamotten hier, Leute, steckt eine... Unter diesen Klamotten hier steckt eine Maschine. Ich sag's euch so, wie es ist, ne? Das hier, das ist alles nur Fassade. Nein, wirklich jetzt, Leute. Das hier alles, das ist nur Fassade. Guck mal, ich habe zwei Klamotten an. Zwei Klamotten, Digga. Ne? Ich zeig kurz Bauch, okay? Bauch kann ich zeigen. Hier, oh, Bruder. Maschallah, diese geile. Aber ich kann, mehr kann ich leider nicht zeigen. So, ich würde wirklich gerne, ne? Ich würde wirklich gerne mehr zeigen, aber ich kann nicht, Leute. Ich kann wirklich nicht gerne mal. Also, ne? Digga, es geht nicht. Geile Speckfalte. Ja, das kommt vom Sitz. Hört mal auf jetzt, Alter, Digga. Ich hab ein Bild. Ja, da bin ich halt oben ohne. Das kann ich halt. Digga, ich werde dafür gebannt, Mann. Kann ich nicht zeigen. Wartet mal ganz kurz. Ich kann das nicht zeigen, Alter. Was soll ich machen? Mach auf YouTube. Insta-Story. Sollen wir einen Deal machen? Wir machen einen Deal, okay? Ich mach kurz Deal. Ich mach das für 15 Sekunden in meiner Insta-Story, okay? 15 Sekunden mache ich das in meiner Insta-Story, weil es mir sau unangenehm ist. Und dann nehme ich es wieder raus, okay? Also ganz schnell bei Instagram müsst ihr gucken und dann mache ich es wieder weg. Und dann will ich Feedback haben, okay? Da wird eh nur Lauch kommen, Alter. Maschine jetzt nicht, aber stabil. Ich bin auf einem Weg, Leute, ja? Gucken wir weiter hier, was der Fettsack hier macht, ne? Na, stabile Form. Ich habe nur die guten Kommentare gelesen, den Rest habe ich überlesen. Ah, seilig, okay. Bro, diese Form. Darauf habe ich gewartet. Geil, Alter. Ich schwöre, ich kenne so viele Leute, die nicht mal einen Klimmzug machen können, ne? Schwach in meinen Augen. Schwach. Ich kann Klimmzug fast einhändig, aber ich wiege auch nur 7 Kilo. Ich gucke mir heute mal Lava auf, Freunde. Ach Mist, ist schon vorbei. So Mist, Digga. Nach vorne, einen zweiten, einen dritten und einen vierten. Sehr gut, Kevin, sehr gut. Wir machen das Ganze weiter. Also eine Deep Walk. Und wir gehen immer. Kevin, so der Type of Guy, Alter, macht so Übungen, hat immer so Sodbrennen, Digga. Und muss so rülpsen, wenn er so direkt so Sit-Ups macht, Digga. So ein Ding ist das nämlich. Aus einem Bein hoch und wieder ganz runter. Ganz runter. Mein Gott, Alter. Das geht, das können wir weitermachen. Und weiter geht's. Wieder mit Zeit zu Zeit. Komm, Bro. Boah, jetzt schieße ich mich hin. Ah, nein, nein. Oh, fuck! Runter, Freunde. Aus einem Bein hoch. Nicht ganz aufstehen. Nur so hochgehen. Kevin, ja, Mann! Hey, Domo! Sein Ernst. Push-ups. Bro, ich schaff das nicht. So, jetzt Waden-Jumps. Die Beine bleiben gestreckt. Und wir springen nur aus den Waden. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben sowas Perverses gemacht, wie zwei Männer beim Sport zuzugucken, Eye-Tracker dabei anzuhaben, dabei einen Burger zu fressen, zwischenzeitlich Soft-Nudes von mir zu leaken und dabei zu stöhnen, Digga. Was stimmt nicht? Hoch und runter. Ich weiß nicht, ob ich das richtig mache, um ehrlich zu sein. Jetzt pressen wir die Hände zusammen. Ja, Mann. Extrem fest zusammen und gehen hoch. Und gehen wieder runter. Sascha. Und gehen hoch. Hä? Ich will, dass sie wirklich hier extrem... Ich glaube, Kevin versteht nicht ganz. Kevin auf jeden Fall hier gerade gar nicht am Verstehen, was diese Übung überhaupt soll. Versteht auch gar nicht, dass man da eine gewisse Spannung braucht. Es geht ja darum, dass man das wirklich so... Man soll ja richtig zusammenpressen, glaube ich. Ne? Dann ist das halt auch für die Brust, glaube ich, gar nicht so unanstrengend. Unanstrengend ist nicht mal ein Wort, Rebe, du dummer Bastard. Zusammen pushen. So hart ihr könnt, so stark ihr könnt, Freunde. Wir gehen ganz nach oben. Ganz bis hin zur Brust und wieder ganz nach oben. Never mache ich das richtig. Nein. Ich glaube, ich bin zu klein für die Übung. Kevin, Digga.
Meine Beine sind viel zu nah. So, es geht direkt wieder weiter. Nehm mich mit Fleiß. Dieser Junge hat das so verloren. Und geben jetzt richtig Gas. Wir versuchen jetzt vom Boden abzuheben. Denn wir trainieren jetzt. Aber auch hinterher. Guckt euch das an. Schaut euch Kevin einfach an, Alter. Okay. Digga, Kevin, wirklich, da ist nichts an Spannung hinter. Also wirklich. Das ist einfach nur. Kevin, ich schwör, das sieht aus, als müsste der überdringend kacken, Digga. Und es geht schon wieder direkt weiter. Jetzt in 2 Sekunden, 1 Sekunde. Jetzt mit Bizeps Curls. Jetzt haben wir nicht den Hammer Curl, sondern drehen ein und drehen jetzt den Bizeps, wie ihr seht. Hier voller Angriff. Das ist saugeil, so Bizeps-Maschine auf Self-Build-mäßig mit eigenem Körper gebaut. Sau stark. Aber auch auf dieser Seite gleichzeitig. Hä? Trizeps. Also mit dieser Hand drücken wir hoch, mit dieser nach unten. So, und es geht weiter mit Fleiß. Shut up, Chad, okay. Ich will gar nichts hören, Alter. Ich liebe dieses Workout. Ja, ich auch. Mega. Einer schreibt in den Chat, nimm doch den Besen zum Fliegen, Harry. Ficke deine Bitch. Das, was Kevin sagt. Boah, ich schwitze gerade ganz schön, Alter. Junge, so wurden übrigens also, Vögel erfunden. Bro. Falls euch das fragt, kurz. Kevin. Digga, ich heb gleich ab, Alter. Ich muss ein bisschen ruhiger machen. Boah, das ist so anstrengend. Holy shit. Gut, jetzt haben wir. Also, wenn Sascha Huber schwitzt, Digga, dann ist es anstrengend. Safe. Jetzt haben wir die ersten 15 Sekunden die rechte Hand unten und trainieren eben mit der rechten Hand den Bizeps mit der linken den Trizeps. Bein ist auch gut. Das Handtuch. Das rollen wir jetzt schön gemütlich ein. Ich glaube, mein Handtuch ist ein bisschen zu groß. Ich will so ein Sauna-Handtuch, Digga. Das Handtuch ist ein bisschen zu groß, Junge. Das Handtuch ist genauso wie du, 1,40. Und was wir jetzt machen, ist einfach, wir versuchen, das Handtuch so stark wie möglich auseinander zu ziehen. Oh, liegen ist gut, Digga. Ziehen das Handtuch zur Brust. Aber man muss sagen, es ist ein geiles Workout, Alter. Es ist wirklich ein gutes Workout, tatsächlich, Mann. Gehen wieder ganz nach vorne, gehen mit dem Oberkörper hoch und ziehen das Handtuch zur Brust. Und versuchen währenddessen die ganze Zeit das Handtuch auseinanderzureißen, sodass wir eben 2 Handtücher im besten Fall haben. Hat er das nicht gerade falsch gemacht, Alter? Ihr solltet die Arme doch in der Luft haben, dann meine ich doch. So, jetzt direkt eine Trizepsübung. Also, Arsch hoch, Anspannung. Oh nein! Oh nein! Oh, Digga, kurz. Buddy, chill. Boah, das geht nicht hin. Okay. Imagine, Leute, ihr seid so 14, habt das erste Mal Sex. Das sieht dann so aus. Buddy, chill. Boah, das geht nicht hin. Hier, jetzt guck genau hin. Genau so sieht das aus. Ich hab nicht den Boden gewischt, WTF. Na, shut up. Bye, bye. Nur am Nerven. Sieht so dumm aus, was Kevin da macht. Fliegender Wechsel. Und los geht's. Oh, dieser Sascha Huber ist so ein Tier. Ich esse ihn. Ich werde den ganzen Tag Pommes essen, Alter, damit ich genauso aussehe wie der. Stirbt. Der stirbt einfach. Der Mann ist tot, Digga. Call an Ambulance. Was mache ich hier, Digga? Ist einfach mein Job gerade. Kann sich keiner ausdenken, Junge. Man wird vom Sport immer schlecht, Alter. Oh, nochmal der Trizeps. Jetzt komplette Zerstörung. Der, das ist wirklich krass. No joke. Bro, der hat ja gar kein Körperfett, ne? Junge. Werbung. Ein gesamtes Workout. 30 Minuten. Unterstützt mich auf jeden Fall mit einem Like. Digga. Warte mal, wenn Kevin das doch auf Twitch gemacht hat. Wenn Kevin das ja auf Twitch gezeigt, da sind ja dem seine Nippel zu sehen. Dann kann man doch auf Twitch auch mit Nippeln selber trainieren oder? Ach, keine Ahnung. Schaut er gerade aus, während er das Training macht, dass wir ein Like geben sollen? Sascha, Junge, was ist mit dir, Alter? Wie kann man denn so locker dieses Workout machen? Check das aus. Ich bestell bei Louis V den Belt. Kevin hat einen Maul, Alter. Und bekomme ihn zugestellt. So wie die verhält. Da kommt sie, die gute Shisha-Lunge, Digga, wirklich. Ich würde gerne, will so YouTuber-Kämpfe machen. Ich will so, dass so Justin gegen Papa Platte kämpft. Ich gegen Sascha Unsympathisch. Tanzverbot gegen Simon Unge. Montana Black gegen Trimax. Knossi gegen das Finanzamt. Ich hab mich verschluckt, aber ordentlich. Boah. Boah. Okay, geh wieder. Was für weiter, Digga. Ich sterb ja halb. Ihr schreibt weiter, Junge. Wollt ihr mich verarschen? Ja, Mann.
Sau nice, Kevin, wirklich. Also Kevin, wirklich Pepega-Körper. Wie so ein Retard, Digga. Jetzt eine krasse Übung. Nämlich, jo. Die Beine durch. Und dann nach hinten, ne? Oh, Digga. Nach unten. Ja, für Bauch, Junge. Core, Core. Wie möglich. Bro, eklig. In der Luft? Natürlich Young Alpha gegen Abdel, ganz klar. Also, ihr seht, Sascha, Junge, was? Wenn ihr das schafft. Gut, weiter geht's. Ja, was heißt, Digga? Ich sag so, wie es ist, Alter. Tipp kann ich. Guck mal, Sascha Huber, der fickt so richtig mit Liebe rein. Wisst ihr, was ich meine? Er macht so richtig Hüftschwung so und Kevin ist so richtig verloren. Der lässt so. Kevin ist der Typ, wenn der so bumsen würde, er macht eine Pause. Er legt sich auf den Arsch von der Frau drauf und schläft eine Runde, Alter. Und Sascha Huber hält so. Hält die Spannung. Der hat so richtig Kontrolle über. Ne? Das ist eine bekannte Übung, Freunde. Ja, Kevin, nur dass Cindy wahrscheinlich darunter überstruggelt unter deinem Gewicht. Achso, ja, klar. Blank Jumps sind auch eklig. Klar, dafür habe ich Power. Kein Problem, Digga. Ja, okay, machen wir. Hey, Digga, mach halt mal schneller, Alter. Das ist ein Knall. Ein schöner Rücken kann auch entzücken. Kevin wird aber nach oben hin breiter. Der hat diese Dorito-Shape. Wisst ihr, was ich meine? Nur nicht dieses Dorito, wo so ohne Geschmack ist. Und Kevin hat so Käse-Dorito-Shape, womit richtig viel Fett. Meine Nachbarn unter mir freuen sich. Was hat der für eine Rückenform? Ja. Ich glaube, mein Arm bricht gleich durch. Au! Oh. Der steht auch auf einem Kabel, Digga. Oh, das war heftig. Und jetzt direkt. 45 Grad. Hold. Hände gerade über den Kopf. So hoch wie möglich. Nach oben gehen. Und die Beine, Zehenspitzen gerade ausstrecken. Und die Hände über den Kopf. Dann kann man wieder seinen Schwanz sehen, vielleicht. Oh. Jetzt direkt. Kann man sagen, was man will, Alter. Boah, Digga. Oh. Boah, Digga. Boah. Warum ist Kevin nicht oberkörperfrei? Oh. Kevin weiß, wie unfair das wäre. Kevin würde so viele Donus bekommen, wenn der Oberkörper frei ist, Alter. Und machen. Ganz auf, geh nach unten. Die Beine bleiben in der Luft. Ja. So eine saubere Ausführung auch, ne? Was? Boah. Nee, ich kann nicht mitmachen, ich hab gerade gegessen. Perfekt, Leute. Ich würde sagen, so viel zu Papa Platte.